Scheiße! Ich brenne! Nein, nein! Euer Mist! Schnell die auch brennt, ne? Ah ja, wo ist denn da noch was? Zwei. Hat das noch ein Lagerhaus? Oder wie? Da ist ein Pfeil, guck mal. Was sehe ich jetzt die Pfeile? Hey, die hab ich ja schon gebrannt. Leck mich am Arsch. Nein, mach das aus! Aus! War ich nicht. Das ist immer noch gebrannt. Kopfgeld entfernt. Ja, können die mal weggehen? Haben nichts anderes zu tun. Außer 10 Minuten erstmal auf die Stelle drauf gucken. Das leckt mich am Arsch. Und sonst so. Ach ja. Gehen nicht mehr weg, ne? Oh mein Gott! Ist hier noch einer? Camperschweine. Alter, stehen die hier alle rum? Da bist du ja! Da bist du ja! Siehst du, dass ich deinen Kumpel umgebracht habe, du Vollidiot! So. Oh, sind's noch. Vollidioten. Nein! Oh, Scheiße! Warum brennt die denn immer? Ist die doof? Ich muss es löschen! Hier verschwinden.
Nice. Oh, nette Unterüsse. Hanni ist immer noch nicht kapiert. Oh Gott, ey. Ihr seid so doof, wenn ihr so doof seid. Dicke. Ich brauche Hilfe! Ich hab das! Ich brauche Hilfe! Ich bin so ziemlich groß, aber ich kann. So. Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Mhm. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Cassandra. Ich würde dir auch danken, wenn ich wüsste, wer du bist. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Bist du auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich habe Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Was kannst du mir über den Höker? Sparta hat also auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Höker. Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist eine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Mhm. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Ja, das stimmt schon, ne? Ihn und seine Männer zu töten, scheint deinem friedlichen Vorhaben zu widersprechen. Alles andere ist fehlgeschlagen. Vertrau mir. Was ist passiert? Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen. Die Bürger bewaffnet. Versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts. Außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Ja, stimmt schon, aber... Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartanerin. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist die Tochter von Nikolaos von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt. Mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrine. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrine. Kennt er die? Du weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie allein ertragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Du kanntest Nikolaos? Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Hä, ich will doch gar nicht.
Dann haben wir doch... Hey? Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Das wäre nicht irgendwie einfacher gegangen? Kopf hoch, Spartiat! Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Der da... Der wird Fitnesstrainer im nächsten... Wichtiger Fitnesstrainer. Ach, von der Gesetzlosigkeit. Gut. Haben wir das auch, ne? Außer hier ist noch Sperrgebiet, aber ja. Guten Tag. So, was haben wir mal denn jetzt? Folge dem Boot. Irina. Eine Frau zu gefallen. Wie könnten das? Ich meine, was in der Nähe ist, würde ich gerne machen. Ja, machen wir das einfach. Freias. Ich hoffe, er ist nicht frei. Oh, oh Gott. Ist ja Sperr. Ein Sperrgebiet. Egal, wo man hingeht. So, hier ist was zum Aufdecken. Aufdecken. Von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Warum flüstern wir? Schön, aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit Damales Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Schieß los. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau schon wie Vogel, ne? Vögel. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leise sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf direkt aus dem Haus. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Die mit ihren Gesten. So, warte mal. Sollte ein bisschen lauter. Mal, wie ist... Ist ein Durchschnitt, ne? Ja. Ich werde auch bald eine neue Grafikkarte haben. Das steht fest. Aber Sprachlautstärke, finde ich, sollte... Mach mal so. Ja, komm. So. Bisschen lauter. Ist immer gut. So, was gibt's denn? Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du hast... Ein Treffer bei Pfizer Ziegenhof. Ruf, Ziegenhof. Du triffst dich heute Nacht mit jemandem, oder? Bei Feas Ziegenhof.
Ein Ziegenhof? Bei Fea gibt es keine Ziegen. Warte! Diebe! Diebe! Verschwinde! Wachen! Los doch! Scheiße. Kann man dann nochmal Autospeicher, heute 20:36, das könnte sein. Scheiße. Ich dachte, hey, ich muss irgendwas sagen. Wie? Aber das war ausgetrickst. Jetzt sollte ich mir alles merken, was da. Was? Wie Eroberungsschlacht verfügbar, was? Das war denn jetzt richtig? Kuhhof? Ziegenhof? Ziegenhof war falsch. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Mal Kuh. Du hast heute Nacht ein geheimes Treffen. Bei Feas Kuhhof. Kühe? Da hat dir jemand Unsinn erzählt, Söldnerin. Was? Aber... Warte! Diebe! Diebe! Wow, was ist denn ernst? Wachen! Hätte ich bei ihm zugehört. Au. Irgendein Hof war das auf jeden Fall. Aber was für einer? Hey, das ist doch... Das ist scheiße. Danach kommt schon noch mehr von den Dingern. Der Name, warte, wie hieß der nochmal? Dementes oder Dementos? Keine Ahnung. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du bist bei Feas Schweinehof verabredet und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch, ganz falsch. Eine Urkunde über Ländereien erhalten, das hier, ne? Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit! Du triffst, scheiße, dein... Deinokrates. Dinomenes wird sauer sein, wenn ich dich heute Abend nicht zu ihm lasse. Was? Was willst du? Ich weiß von Damalis. Und als ihr Freier, meinst du wohl, sie schuldet dir etwas? Ich liebe sie. Weißt du? Von ganzem Herzen. Und trotzdem bedroht ihr sie. Lieber ich als ein anderer rücksichtsloser Mann. Entweder ich verletze Damalis oder ich bin tot. Das ist keine Liebe, sondern Schwäche. Du sagst das, als würde ich es nicht wissen. Er weiß das auch. Darum zwingt er mich dazu. Wer zwingt dich? Sag Damalis, ich höre auf. Es tut mir leid. Gut. Schere, alter Mann. Ja, mit dem Schweinhof und Kuhhof und dem Ziegenhof wusste ich es nicht. Denn es wäre okay. Mal sehen, was wir hier haben. Was das wohl zu bedeuten hat. Was ist das? Ein Münzbeutel? Seine Sachen sind nicht besonders schön. Er ist reich, warum hat er so viel Müll? Vermutlich hat man ihn gerade erst bezahlt. Ich sah, wie dieser Schürhaken benutzt wurde. Er hatte gar keine Feuerstelle. Was wollte er damit? Er wird nicht für Feuer genutzt, sondern als Waffe für die Folter. Ich sah, wie ein riesiger Mann ihn in Fokus einsetzte. Groß wie der Höker? Es war der Höker. Was steht denn in dem Brief? Wie gemein! Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damalis zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht. Aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Nicht dieses Mal. Lauf zu Damalis und warte dort auf mich. Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir.
Na gut. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe ein Schwert für dich. Aus seinem Haus. Hey, Mist. Du bist eine gute Diebin. Wo sollte er Damalis hinbringen? Oh. Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Obsidian Krummschwert. Ist aber nicht so gut wie unseres. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Kann man jetzt so untersuchen? Solche Leute dürfen rein, ja? Komm keinen Schritt mehr! Pfeifen. Was soll das? Es kommen zwei oder was? Was? Mach besser keine Dummheit, klar. Blöd. Ja, so wissen am Angreifen. Oh, die Zivilisten greifen mich sogar an. Ich finde es voll scheiße, dass die Zivilisten mich angreifen. Was soll das? Warte. Untersuchungsgebiet, weißt du? Leck mich am Arsch! Alter, wie viel kommt denn noch? Willst du mich verarschen? Das ganze Volk greift mich an. Au, Ruhe, ey. Und die haben die Schwerter her. Ach nee, ne? Denn komm schon. Ja, die könnte man eigentlich töten. Ja, du oder was? Oh, es kommt die nächste, Alte. Boah, ist das ätzend, ne? Oh, fick dich doch. Kommst du mir nicht?
Verrückte Stadt, ey. Hast du endlich eine Spur? Hier ist niemand. Ich mach mich unsichtbar. Los, weiter, such schon. Ich verstehe. Gibt es eine Spur? Keine Ahnung, wie nicht. Wieso kommt denn jetzt die nächste Alte? Ich hab dir gar nichts getan. Guck mal, die nehmen sich die Waffen von denen. Alter, und greif mich dann an. Das ist doch illegal. Also ist ja Wuppertal. Willst du mich verarschen? Was wollt ihr alle von mir? Ich glaube, es hackt. Das raste ich aber aus hier. Wo kommt ihr alle her? Wo da leckt mich doch am Arsch, ey. Boah, Alter, wie viele kommen denn noch? Alter, das ist ja voll ends Scheiße, ne? Von dem. Alter. Ich verteidige mich nur und die greifen mich an. Das ist schon ein absoluter Hammer, ey. Sowas. Geil. Ja, wie soll ich denn da sonst dran, weißt du? Ich muss mich verstecken. Ja, und dann? Die bleiben doch da stehen, du hohle Nuss. Irgendein alter Held von Kreta. Nein. Komm zurück aus dem Schiffeszand, um unsere Rücken zu stellen. Damit wir zu echten Helden werden. Ruhe. Ist das Blut? Junge. Hier geht's rein. Ja, scheißegal, ey. Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Verdammt. Was ist das? Keine Ahnung. Möppen. Ketten? Öl? Hoffentlich ist das nicht das, was ich denke. Okay. Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du denn hier? Ich wollte helfen. Gib sie her! Öbe! Lauf! Keinen Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verrotten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank. Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung.
Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Ich bring dich um. Noch keinen Schuss hatte der Alte. Ja. Wenn ich heute muss fühlen. So. Endlich, ey. Kopfgegner abbezahlen. Pff, 3:10 Uhr, ey. Ich glaube, es sackt. Das ist so eine Mission. Korinth mag einen schlechten Ruf haben, aber das war nicht immer so. Ist das? Früher waren wir sicher. Bei Aphrodite. Clio kommt besser bald zurück. Warum die Götter belästigen, wenn du ihre Gesandte zu Diensten hast? Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Antusa hat mir davon erzählt. Clio, eines unserer Mädchen, ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Clio auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Bewaffnet? Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Clio zurück. Dann kam der Höker. Na, jetzt nicht mehr. Warum er herkam, Das ist die andere Hauptquest, ne? Cassandra, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Cassandra. Was war's? Emilia! Ist schon gut. Du hast es gut gemeint. Ich dachte, ich schleich mich rein, so wie vorher. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Bei dem, was da drin war. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass der Höker ihn erwischt hat. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Er wird dich in Ruhe lassen. Er gab mir sein Wort. Es scheint, als könnten wir dir wirklich vertrauen, oder? Wir lassen uns nicht alle so leicht erpressen. Kann man die Quest, muss die andere haben. Wer glaubst du, hat sie entführt? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Hökers einen von uns vornehmen.